So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal, meine lieben Zuschauer. Heute bin ich gemeinsam mit Maxi, Julia und Daniel, den ich euch auch wieder unten verlinken werde, unterwegs. Und es wird sich schon wieder über mich lustig gemacht, was ich gar nicht verstehen kann. Wir sind heute auf dem Weg zu einem Ort, den, ja, ich sag mal, von der Sache her brauche ich den gar nicht geheim halten, weil spätestens, wenn ihr die ersten Teile davon seht, werdet ihr wissen, worum es geht. Es geht um nichts Geringeres als das Lager Koralle, wo damals zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges das Oberkommando der Kriegsmarine stationiert war. Und ach, das ist schlimm. Also ich muss erst mal ganz kurz einwerfen. Da vorne laufen die anderen. Geht mal. Ach so, okay. Also da vorne stehen die anderen, drehen sich ständig um und lachen. So, ich muss mich jetzt auf euch konzentrieren, aber ich merke diese Stiche, diese Blicke. Ich kann jetzt einmal rumschwenken. Ja, jetzt tun sie so, als wenn sie nichts gesehen haben, ne? Aber was ich eigentlich euch zeigen wollte, da hinten sind schon die ersten Teile vom Flakbunker. Es gibt auf diesem Gelände halt noch einen Hochbunker und einen Tiefbunker. Und wir gucken uns das jetzt alles einmal an und ja, bleibt auf alle Fälle dran, es wird interessant. Also, los geht's. Also hier durch die Bäume sieht man da schon so ein bisschen durchblitzen, diese ersten Trümmerteile. Und was hier auffällt, hier auf der linken Seite, es wurde später neu hochgemauert. Zu Zeiten der DDR wurde hier nämlich auch der Häuserkampf geübt. Und deswegen, ja, wurden neue Mauern hochgezogen und dann Häuser halt gebaut, ne? Und jetzt stehen wir hier direkt vor dem ersten Eingang. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal durch und gucken uns das Ganze einmal an. Also es ist hier echt mega verwinkelt alles. Man sieht das jetzt hier schon, hier diese ganzen gesprengten Teile, wie dick diese Wände damals gewesen sind, ne? Also echt Wahnsinn. Hier unten kann man auch noch sehen, dass auch noch ein Stück Treppe. Also hier ging es mal runter, aber das ist alles halt dicht, ne? Und die Decke, echt mega. Der Beton hört gar nicht mehr auf. Und dann bis hier runter, also das sind bestimmt eine Dicke von 3 Metern, wenn nicht sogar noch breiter. Jetzt befinde ich mich hier oben. Und jetzt kann man hier auch noch mal sehen, wie dick diese Decke gewesen ist. Darunter, ja, ist dann quasi der Bunker gewesen. Also wenn man sich das hier mal so anguckt, Wahnsinn. Was das auch für eine Sprengkraft gehabt haben muss, ne? Und hier hinten, auf dieser Seite, sieht man noch hier diese runde Vorrichtung, die da ist. Und da stand damals ein Flakgeschütz drauf. Genau, einmal hier. Und da, ja, über meinem Finger, kann man das auch noch ein bisschen erkennen. Da stand auch ein Flakgeschütz, also 2 Stück. Und ich kann euch jetzt aber nicht genau sagen, wie hoch damals dieser Bunker gewesen ist. Aber wenn man sich das mal so überlegt, also, es ist Wahnsinn. Es ist echt krass. Und alles nur Beton. Tonnen an Beton. Oh Gott. Du musst echt aufpassen, dass sie nicht abrutscht. Okay, geht nicht weiter. Nee, ist zu, ja. So, jetzt mal schauen, wie Daniel da wieder hochkommt. Elegant. So, Freunde, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Jetzt sind wir gerade am zweiten Bunker und
Das ist ein normaler Hochbunker gewesen. Falls jetzt irgendeiner von euch aus Rostock kommt, der sah ursprünglich genauso aus wie der Bunker in Rostock. Und wir gehen mal ran. Wahnsinn. Wie dick ist das? 4 Meter? 5 Meter? Also, das kann gut sein. Aber hier sind Leute hochgeklettert. Hier sind so eine Kletterhaken dran. Also das Ding bewegt sich nie wieder. Mega. Echt Wahnsinn. So, die anderen sind gerade hochgegangen. Und was wir jetzt festgestellt haben, das war keine Wand, sondern, seht ihr diesen Quader hier? Das ist damals zur Belüftung gewesen. Das heißt, das Teil stand eigentlich oben auf dem Bunker drauf. Also das ist hier die Decke und die ist zur Seite runtergekippt. Ne? Also, wie gesagt, Lüftungsturm war oben drauf und durch die Sprengung zur Seite gekippt. Und ihr könnt jetzt mal hier, Daniel und die anderen sind gerade oben beim Klettern, ihr könnt jetzt mal so ein bisschen die Dimension erahnen, wie klein die doch sind, im Gegensatz zu dem Bunker. Hier ging es damals in den Bunker rein. Ja, hier war dann der Durchgang. Also wahrscheinlich ist dann hier vorne mal eine Schleuse gewesen, ne, um zur Dekontamination. Und dann ging es hier quasi rechts und links weiter. Aber wie ihr sehen könnt, ja, alles weggesprengt, ne? Wie ich vorhin schon gesagt hatte. Oh, Wahnsinn, wie viel Tonnen es gewesen sein müssen. Ne? Also ich bin winzig im Gegensatz zu dem Ganzen hier. Das ist krass. An sich bin ich 1,90 Meter. Ne? So, und jetzt zeige ich euch aber auch gleich nochmal, was das hier für eine Felsspalte einfach nur ist. Also das sind Dimensionen. Also wie gesagt, wer sich das noch nicht live angeguckt hat, also das müsst ihr unbedingt live gesehen haben. Vor allem diese riesigen, gigantischen Trümmer, die hier sind. Sowas hat man noch nicht gesehen. Jetzt sind wir hier im zweiten Eingang. Ne? Also wir hatten ja drüben, habe ich euch das gezeigt, jetzt sind wir auf dieser Seite. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Aber doch ein paar Original von damals. Oh! Nur ist verboten, hier kann ich lesen. Der... Oh Gott. Ja. So, wenn ihr das lesen könnt, meine lieben Zuschauer, also Daniel und ich haben gerade so ein bisschen Probleme, dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Also es würde uns echt interessieren, was da wirklich steht. Der Aufenthalt in der... Das kann man nicht lesen, ne? In der ist verboten. So, also wie gesagt, wenn ihr das entziffern könnt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare, das würde uns echt interessieren. Jetzt befinden wir uns vor dem Tiefbunker. Aber jetzt geht's abwärts. Und dieser Bunker ist aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Also hier wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin sein. Aber, oh, Fledermaus. Schutz ist hier wieder. Oh, hier gibt es auch noch ein zweites Stockwerk. Da gucken wir nachher auf alle Fälle nochmal runter. Aber jetzt erstmal, boah, was ist das für eine Wahnsinnstür, ey. Die ist ja fest. Also das muss hier mal so ein, ja,
ich sag jetzt mal, ein Hauptzugang vielleicht gewesen sein, weil diese Tür ist echt massiv. Und hier hinter, also ich weiß nicht, ob ihr das sowas schon mal, also wer sich ein bisschen mit Bunkern auskennt, schon mal gesehen hat, aber hier ist eine Wendeltreppe. So, und jetzt gucken wir mal nach oben, ob wir da irgendwas entdecken. Ja, hier muss mal ein Zugang gewesen sein. Genau, der ist zu, den haben sie versiegelt. Ja. So, jetzt schauen wir noch mal, was unten ist. Das ist ja komisch. Hier ist eine Tür, da ist eine Wand vorgesetzt. Das sieht hier aus wie eine Bombe oder so. Was ist das? Das ist tiefschwarzes Wasser. Das ist ja echt komisch. So, und hier dahinter ist gar nichts. Hinter der Tür jetzt, ne? Das ist hier die Tür. Und dahinter ist eine Mauer. Hier sieht man es besser. Ja, dahinter ist einfach nur eine Mauer. Krass. Wir haben die monströse Tür wieder zugemacht und jetzt gehen wir hier einmal lang. Man sieht das nicht so auf dem Video, aber das ist ein ewig langer Gang. Also fällt jetzt mit meiner Beleuchtung nicht so auf, aber Daniel hat das Licht. Mega. Oh, hier sind die, ei, okay, aus gutem Grund sind die hier abgesperrt. Und zwar, hier geht es einige Meter runter. Guckt euch mal diesen mächtigen Pilz an. Also, Wahnsinn. Schön, dem geht's hier gut, der fühlt sich wohl. So, jetzt schauen wir mal hier weiter. Weil hier soll noch, alte Notstromaggregate stehen. Oh, hier ist erstmal ein Raum. Oh Gott, ist der eng. Meine Güte. Aber die Technik, die jetzt hier drin ist, ist halt nicht aus NS-Zeiten, sondern ja, von den Russen. Weil die haben ja das Gelände dann später genutzt, auch diesen Bunker. Aber, jetzt mal so ganz ehrlich, das ist noch ganz gut erhalten hier, ne? Also kann man echt nicht meckern. Tja, was soll das jetzt hier darstellen? Das sind Rohre, die kommen, sind verlaufen auf dem Boden, kommen hier hoch und hier ist wie so ein Hahn. Kannst du, na, jetzt nicht mehr auf und zu drehen. Tja, sind drei Stück an der Zahl. Hier vorne, da und da hinten. Sehr seltsam. Hier so ein alter Wasserboiler noch. Oder Wassertank vielmehr. Ja. So, hier geradezu. Auch wieder mit einer großen, schweren Tür gesichert. Ist ein Raum erstmal mit einem Riesentank. Das muss mal ein Wassertank gewesen sein. Ja, also, das sind etliche. Eieiei. So, wir haben Tag. Daniel hat seine Lampe eingeschaltet. Mega. Also so ein Ding brauche ich irgendwann auch noch mal. Ne? Hier noch die ganzen Schaltkästen und Sicherungskästen. Was mag das? Ist was hier mal eine Heizung? War das mal eine Heizung? Könnte sein, ne? Und was auch sehr spektakulär ist, die alten Notstromaggregate. Und aus diesem Grund hat Daniel mir auch das Licht so schön eingeschaltet, damit man das besser sehen kann. Also das muss ich ja wirklich sagen. Den habe ich noch nie live gesehen, sonst sind die ja überall raus aus dem Bunker, ne? Aber jetzt mal sowas live hier zu sehen, wow, richtig cool. Gucken hier nochmal hin. Ja, und typisch russisch, ne? Gebaut für die Ewigkeit. Das geht nicht kaputt. Ja, theoretisch ein bisschen Öl rein und dann läuft das auch wieder. Hier ist ein Schalter. Also es klackt auf alle Fälle noch. Mega. Das ist Hammer. Wahnsinn.
So, was wir jetzt gerade gesehen haben, was uns vorher gar nicht aufgefallen ist. Guck mal, wenn ihr euch hier die Wand anguckt, dann sieht man, naja, die Beule fällt jetzt im Video weniger auf als in Realität, aber die Wand ist echt ziemlich nach innen geneigt. Also es könnte sein, dass die irgendwann rausfliegt. Und jetzt natürlich die Sache, wenn das eine tragende Wand ist, dann wäre es ziemlich fatal für diesen Raum hier. Na? So, aber wir gucken auch noch mal kurz hier nach nebenan. Ja, gut, das ist jetzt hier wahrscheinlich ein Lagerraum für irgendwas gewesen. Na, ansonsten ist hier alles leer. Aber hier oben ist noch wie eine Luke, sehe ich. Das könnte auch noch ein Notausstieg gewesen sein oder sowas in der Art. Na, naja. So, um jetzt wieder zu zeigen, wo wir sind. Hier ist wieder die große schwere Tür mit der Wendeltreppe. Und jetzt gucken wir mal ins Untergeschoss, was da Schönes zu entdecken ist. Helm habe ich auf, kann nichts passieren, hoffentlich. Scheiße. Gut. So. Na gut, ich kann ja auch. Also hier kann ich gerade stehen, zum Glück. Aber man muss echt aufpassen, weil, wie hast du denn so eine Dinger, wenn du nicht hinguckst, dann heißt es gute Nacht. Ne? Oh. Oh, in diesem Raum. Okay. Was? Ui. Kann man das? Ich weiß nicht, warte mal, ich halte mal die Kamera hier. Ja, man ein bisschen. Man kann es erahnen, ne? Das sind bestimmt. Wie tief mag das sein? 15 Meter vielleicht. Ja, Wahnsinn. Also von hier aus wurde das Trinkwasser damals denn hochgepumpt. Und hier sind noch so eine Belüftungsklappen, ne? Hier steht noch auf Russisch was. Aber hier, also diese zweite Etage, die ist ja wirklich nochmal genauso groß auch wie die erste da drüber, ne? Nur, dass die unwahrscheinlich niedrig halt ist, ne? So, gehen wir mal hier weiter. Jetzt sind wir hier in dem Raum, der oben abgestellt war. So, meine Lieben, in diesem Sinne war es das mit dieser Tour heute. Also ich hoffe, es hat euch echt gefallen. Also ein wirklich tolles Gelände, sehr spannend, sehr spektakulär. Wenn es das getan hat, lasst mir ein kleines Däumchen ab, würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, passt schön auf euch auf, bleibt richtig ordentlich gesund. Und den Haut ab.